Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Ultimate Trial. Es geht wieder weiter und ich habe eine Überraschung für euch. Wir haben die Version gepatcht. Wir sind jetzt offiziell, hier unten seht ihr es in der linken Ecke, auf Version 1.1. Und damit ist das alles auf Deutsch tatsächlich. Es gibt noch ein paar kleine andere Veränderungen. Die Prüfungen sind ein bisschen verändert worden, ein bisschen schicker gemacht worden. Design ein bisschen von den Monstern geändert. Und halt alles schön auf Deutsch, ne? Das ist halt geil. Richtig cool. So, das heißt, wir können jetzt auch schön mit den Leuten quatschen. Hier zum Beispiel, Opa. Was hast du zu sagen? Oh, ich bin schon alt, selbst die Treppen hinaufzusteigen ist schmerzhaft. Wie soll ich denn die Prüfung bestehen? Ich hätte in meiner Jugend mehr Sport machen sollen. Viel besser, viel besser. Ich bin schon eine Weile hier, aber hatte nie die Gelegenheit zu erkunden, was sich hinter den Toren am Ende des Flurs verbirgt. Man würde denken, ich hätte inzwischen jeden Winkel erkundet. Dieser Ort ist größer, als es scheint, und ich bin neugierig, was sich hier noch verbirgt. Endlich, Leute. Endlich können wir mit den Leuten quatschen, ohne uns da so richtig, ohne dass ich da übersetzen muss. Und naja, jetzt ist auf jeden Fall erstmal dieses Problem geklärt. Ich habe zwei Brüder. Beide stehen total auf Jonglieren. Sie können davon einfach nicht genug bekommen. Die kennen wir. Ich habe mich nie gut mit ihnen verstanden und wollte meinen eigenen Weg gehen. Mein eigenes Leben, weißt du? Aber seitdem ich hier festsitze, wünschte ich mir, es wäre nicht so gewesen. Wäre jetzt alles besser, wenn wir uns verstanden hätten? Vielleicht. Es wird behauptet, dass man niemals wieder zurückkehrt, wenn man die Festung verlässt. Vielleicht sagt man uns das aber auch nur, um uns Angst zu machen und unter Kontrolle zu behalten. Oder vielleicht ist Shiba doch auch einfach nur schon zu lange hier und wird allmählich senil. Aber er gibt euch ja einen Unterschlupf. Ich weiß nicht, ob das jetzt so cool ist, dass man gegen den schießt, oder? Was meint denn ihr? So, wir haben noch ein bisschen Kohle, Leute. Frage ist, wollen wir uns damit was kaufen? Wir wollten eigentlich sparen, ne, auf dieses Upgrade. Es gibt jetzt ja irgendwie so ein doppeltes Schwert-Upgrade oder ein Upgrade für unsere Schwerter, dass wir nochmal stärker werden. Das ist, glaube ich, schon geil. Und andererseits brauchen wir die zweite Flasche. Ich werde versuchen, den besten Platz für diesen Teppich zu finden. Oh, ich bin so unentschlossen. Alles klar. Ja, ich würde sagen, Stück für Stück reden wir mal immer mit den Leuten, was wir jetzt immer ausgelassen haben, weil ich halt, nicht jedes Mal den Übersetzer rausholen wollte. Oder euch falsche Dinge erzählen wollte. Hier können wir uns ja auch Elixiere kaufen. Ist jetzt aber auch nicht so effizient. Da müssten wir sie verbessern. Der Typ ist jetzt auch richtig. Weißt du, dass blaue Blasen von Bomben angezogen werden und dadurch anfällig für Explosionen sind? Für die Explosion sind? Blaue Blasen? Warum blau? Sind die blau? Das ist halt auch richtig cool. Strahlzyklöpen mit einer Degonus oder dem Greifstachel betäuben kannst. Oh, cool. Good to know. Weißt du, dass es schwierig ist, einen Knochenschreck nahe zu kommen? Mit dem Bogen bist du hier im Vorteil. Was ist ein Knochenschreck? Weiß einer das von euch? Knochenschreck sagt mir halt gar nichts. Der Hirnsauger, ne? Da kannst du mit dem Sichtenthüller, im Auge der Wahrheit, und einer Bombe kann man den herauszwingen. Aber ganz ehrlich, das ist schon Eisenprinz mit Krabbelminen. Okay. Goma-Larven vor dem Schlüpfen verhindern. Hat er auch Tipps für Bosse? Stalfos? Okay, Degonus des Stalfos. Die echte Betty. Die heißt Betty? Ich wusste gar nicht, dass der Geist Betty heißt. Ist ja nice zu wissen. Dino Falls und Ex-Alphos mit dem Hedge-Schild abwehren kannst. Ja, ganz ehrlich. Stalfos, ja okay, das hat man schon. Schade, ich hätte gedacht, der hätte vielleicht auch ein paar Tipps gegen Bosse. Also die sind mir gerade irgendwie ein bisschen wichtiger, die Tipps gegen Bosse, aber scheinbar gibt es die ja noch nicht so. Schade, schade. Okay Leute, ich würde sagen, wir gehen erstmal wieder rein. Ich will die Prüfung weitermachen, dass wir erstmal eine Flasche bekommen. Anders schaffen wir das, glaube ich, erstmal nicht, bei den Bossen weiterzukommen. Deswegen, wir gehen rein in die Prüfung und versuchen, die zweite Flasche zu bekommen. Gleichzeitig Geld zu farmen, damit wir unser Schwert-Upgrade kaufen können. Ich glaube, das ist so erstmal das, was wir machen sollten. Ich glaube, ihn hat man noch, ne? Er war doch irgendeiner, der sich mit Bogen auskennt. Das hat man, glaube ich, im letzten Part noch gelesen. Ich hatte früher einen Freund, der hier lebte.
Eines Tages verließ er diesen Ort und kam nie zurück. Ich frage mich, wo er jetzt ist. Ah, okay. Ja, und mit ihm müssen wir jetzt halt mal... Ah, ich möchte mal ganz kurz aufs Dach. Ich hoffe, das ist okay für euch, Leute. Ich gehe nochmal ganz kurz aufs Dach und rede da mit den Leuten nochmal. Und ich trinke mal einen Schluck Kaffee. Und ich bin heute guter Dinge, dass wir vielleicht in diesem Run... Ach, hier, stimmt. Habt ihr auch gesehen, ne? Oder habt ihr das schon mal gesehen? Hallo, wie du sehen kannst, habe ich es geschafft. Ich habe als Soldat gekündigt. Ich kam sofort her. Seitdem hören wir nicht mehr auf, miteinander zu reden. Ich war noch nie so glücklich. Sie hat mir erzählt, wie du sie unterstützt und ihr die Kraft gegeben hast, nicht aufzugeben. Ich danke dir dafür sehr. Ich werde mein Bestes tun, um sicherzustellen, dass sie für den Rest ihres Lebens glücklich lebt. Na. No. Oh Link, wie schön dich zu sehen. Vielen Dank, dass du... Argyle? Er ist Argyle, okay. ...meinen Brief überreicht hast. Ohne dich hätte ich das niemals geschafft. Kannst du glauben, er empfindet genauso wie ich. Er kam zu mir und sagte, dass er alles aufgeben will, damit wir zusammen sein können. Wie romantisch. Ich bin so froh, dass du mir das Amulett geschenkt hast. Es hat mir den Mut gegeben, weiter an mich zu glauben. Ich bin sicher, mein verstorbener Verlobter wäre glücklich zu wissen, dass es mir gut geht. Hm, ja. Ich denke auch. Man soll ja die Liebe nicht aufgeben. So, der hier, der ist schon eher so ein Geist, ne? Der ist so durchsichtig. So, aber was sagt denn der jetzt auf Deutsch? Hab versagt. Wie lange noch? Wer ist er? Leute, habt ihr eine Theorie, was er ist? Weil er ist ja schon aus Minish Cap, ne? Er hat ja hier diese, Amulette zum Verein. Aber was genau? Warum hat er versagt? Was ist mit ihm passiert? Kommt da noch irgendwas storymäßig zu ihm? Ist auf jeden Fall ziemlich traurig. Wer bist du denn eigentlich? Huch. Er ist neu, oder? Ich bin's, Seraphin. Als Soldat habe ich immer die Tore bewacht, die zu den Prüfungen führen. Aber nun ist das vorbei. Oh. Warum? Weil ich alle Prüfungen bestanden habe, oder wie? Er war der Typ, der immer die Tore aufgemacht hat. Shiba hat mir alles gesagt. Er hat mir offenbart, warum ich hier bin und wieso es meine Aufgabe war, so vielen wie möglich zu helfen. Früher war ich sehr egoistisch. Die anderen Soldaten haben mich nie gekümmert. Letztendlich sind viele unter meinem Befehl gefallen. Okay, er war auch noch Hauptmann oder so. In den Momenten, wo ich ihnen hätte beistehen müssen, habe ich nur an mich selbst gedacht und bin einfach abgehauen. Als ich hier ankam, hatte ich das Gefühl, dass mit mir etwas nicht stimmte, auch wenn es zuerst nur unbewusst gewesen sein mag. Shiba hat mich dann gebeten, allen zu helfen, die hier ankommen, damit sie ihr Ziel erreichen, meine Fehler dadurch gut zu machen. Immer mehr finden hier ihr Glück. Ich denke, mittlerweile habe ich verstanden, was es heißt, ein Soldat zu sein, der allen zur Seite steht. Auch du, Link. Ich mag zwar nicht viel beigetragen haben, aber du hast schon viel erreicht und du wirst es am Ende schaffen. Ich spüre, wie die schwere Schuld, welche seit meiner Ankunft hier auf mir lastet, endlich von mir gefallen ist. Ich bin jetzt soweit. Die Vergangenheit kann ich nicht rückgängig machen, aber ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen etwas Hoffnung geben konnte. Viel Glück. Oh. Er hat sein Ziel erfüllt und ist ins Jenseits gegangen. Warum ist er aufgelöst? Er ist weg. Oh nein. Er ist einfach weg. Okay. Alles klar. Das kam unerwartet. Aber cool, dass einfach nochmal so eine Szene kommt, oder? Nice. Hexenladen. Wäre cool, wenn sich da auch irgendwas verändert hätte. Plupperplurre. Hi, was möchtest du? Ein verbessertes Elixier kaufen, den Wald erkunden, beenden. Wie viel braucht man denn noch? Welches Elixier? Rotes. Rotes Elixier plus. Wie viele Pilze habe ich? 5. Du hast genug Pilze, sammel sie im Wald und komm wieder, wenn du genug hast. Was macht denn ein Elixier plus, Leute? Weiß das jemand von euch? Also jetzt kriegen wir, glaube ich, 4 oder 6 Herzen durch ein rotes Elixier. Wir haben ja auch aktuell 1. Aber was macht ein rotes Elixier plus? Und was macht ein blaues Elixier plus? Wie viel bringt das? Wäre nice zu wissen.
Okay, Leute, wir gehen jetzt erstmal in die Prüfung rein, bevor es so langweilig wird. Wir haben jetzt erstmal viel geredet und gelabert. Aber jetzt würde ich sagen, wir switchen mal kurz rüber, gehen ins Rad des Schicksals rein und haben Luck. Richtig Luck. Okay, leicht. Das ist, glaube ich, genau. Wir sind auch schon auf leicht. Wir haben das letzte Mal die Bosse auf leicht gemacht. Alter, Leute. Auf leicht, ne? Und wir haben so versagt. Das ist ja unglaublich. Wir haben trotzdem so abnormalen Schaden gemacht. Ihr könnt mir auch mal gerne in die Kommentare schreiben, gegen diesen Aqua-Tentakel. Da haben wir am meisten abgelost. Und auch gegen Bongo Bongo. Die zwei waren eigentlich die, womit ich am meisten Probleme hatte. So, warte. Jetzt kommt erstmal Rat des Todes noch. Interagieren. Zack. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das am besten... kein Schwert. Ja gut, aber wir haben das Upgrade für unseren Hammer gekauft, ne? Glaube ich. Ja. Wir haben den Wuchtbringer jetzt. Auf Deutsch haben die viel coolere Namen. Greifenfeder, Sichtenthüller. Das ist halt komisch irgendwie. Magischer Bumerang. Den nehmen wir auch mit. Die Uhr... Ja, okay, wir haben jetzt erstmal kein Schwert. So, den Wuchtbringer, ja. Den Wuchtbringer, das wird jetzt unsere Waffe werden. Unser Schwert dürfen wir nicht benutzen. Traurig. Aber gut, das kriegen wir hin. Ich weiß nicht, die Uhr, wollen wir die mitnehmen? Wir machen, denke ich, genug Schaden. Okay, rein in die Prüfung, Leute. Leicht. Achso, ich muss noch den hier machen. Zack, zack. Und, Prüfung des Erwachsenen. Wir wollen die jetzt endlich abschließen, oder? 46 Minuten. Kostet 10 Rubine. Ich probier's. Okay, let's go. Ich werde dich treffen, sobald du die Prüfung abgeschlossen hast. Ich starte jetzt den Countdown. Bereit, los. Okay. Dann könnt ihr auch gleich mal sehen... Ne, das sieht hier alles ein bisschen anders aus. Oh shit. Ich mach viel weniger Schaden mit dem Hammer. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. So. Zack. Okay, das war doch schon mal nicht schlecht. Weiter geht's. So, stunnen wir den erstmal und hauen schön drauf. Dann zack und drauf. Oh. Perfekt. So, dann gehen wir hier rein. Also wir haben ja... Also ihr seht, auch die Skulltees wurden überarbeitet, ne? Die sehen jetzt auch anders aus hier. Alles wurde ein bisschen schicker gemacht. Guck mal, hier die Umgebung wurde ein bisschen abgedatet. So... Macht das... fett Kohle bekommen. Das macht auch denen so Schaden. Das ist auch interessant. Okay, weiter geht's. Okay, er ist dran. Ich glaube, da würde ich direkt mal auf die Pfeile switchen, denn damit mache ich mehr Schaden. So, let's go. Beeil dich. Zack. Ba, 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 ba. 46 Minuten. Ist schon nicht viel Zeit. Oder? Kann ich gerade sehr schlecht einordnen, ehrlich gesagt. So, jetzt kommt unser Freund. Zum Glück auf easy. Oh, shit. Viel Schaden macht er nicht, aber trotzdem haben wir gerade einen Treffer bekommen. Ärgerlich. Okay. Ja, das ist, glaube ich, auch. Das ist doof. Hier kann man jetzt halt nicht mit der Wirbelattacke einfach schön mal, ne? Boah, nice. Doppelhit. Schön. Schön Doppelhit gemacht. Aber ihr seht, hier wurde alles so ein bisschen angepasst. Geil. Lol, der ist einfach in der Lava gestorben. Boah, Leute, geil. Wir haben Fettkohle bekommen.
Das heißt, wir können unterwegs auch schön... Geld ausgeben. So. Na komm. Hallo? Ich hasse den Hammer. Hallo? Hallo? Wo bist du? Schneller, Leute. Wir müssen schneller werden. Okay, einfach weggesmashed. So, das ist so dumm. Komm, auch drauf! Hey, die Fledermäuse haben sich jetzt ja gar nicht für uns interessiert, ne, in der Runde. Merkwürdig. Hey, ihr seht, es ist alles ein bisschen schicker geworden, ne? Authentischer. Ist schon echt geil geworden. Ich freue mich. Hier auch, das ist neu, das Level-Design. Muss ein bisschen aufpassen, dass der Schleim, wenn er von hinten kommt, mich nicht erwischt. So, zack. Okay, aber es geht klar, denke ich, mit dem Hammer, oder? Das werden wir schaffen. Klar geht es ein bisschen langsamer. Hallo. Mann. Ah, 4 Minuten? Ich hoffe, wir schaffen es. So. Er ist auch neu gemacht, glaube ich. Okay. Ich glaube, wir machen ähnlichen Schaden wie mit dem... Ich sag mal, Bigoron-Schwert. Shit, das war dumm. Ich hoffe, jetzt noch ein Hit. Ja, noch ein Hit und dann ist er tot, hoffentlich. Und... Hallo? Man ist halt nicht so treffsicher mit dem Ding. Ey, das hätte doch ein Treffer sein müssen, oder? Ganz ehrlich. Shit. Ich hasse das Vieh. Jetzt haben wir ihn. Okay. Weiter geht's. So, dann sind wir im Pausenbildschirm jetzt, oder? Da müsste doch keine Zeit laufen. Perfekt. Schön. Der Typ ist übrigens auch neu. Hör mal, die Regenbogenrüstung von Tingle steckt voller Magie. Sollte ein Monster ihn verletzen, fühlt sich seine Magieleiste etwas. Hat er noch mehr Tipps? Nö. Das ist alles, was er weiß. Okay, ich mache... Nee, die Zeit läuft weiter. Was? Oh ja, bessere Bombentasche nehmen wir mit. Oh Gott, die Zeit läuft weiter. Okay, ciao. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Wie gemein! Hallo? So, noch länger. Meine Güte. Ja, der Hammer ist da, glaube ich, schon so ein bisschen... Der breakt uns ein bisschen. Shit. Nee, komm schon. Normalerweise würde ich jetzt einfach Wirbelattacke spammen. Und dann wäre das alles kein Problem. Okay. Zack. Und noch eine Fledermaus. Ey, scheiße. Vielleicht ins Feuerentferno wäre hier ganz nice gewesen. I don't know. So. Okay, sehr schön. Weiter. Das war eine gute Runde. Oh, jetzt kommen wieder Fledermäuse en masse. Ah, das ist so nervig, ne? Okay, warte. Ich hau jetzt mal den schnell weg. Nein. Wie sieht den an? Ich hasse... Irgendwo ist noch eine. Fledermaus, komm. Hopp, hopp. Und weiter geht's. Okay. Du bist kein Problem. Er ist auch neu, ne? Geil, oder? Geiles Design. Geld? Naja, komm. Weiter geht's. Geschwindigkeit ist besser. Okay, zack.
Eisenstiefel an. Ja, ich muss ins Menü. Hallo. Scheiße. Und wir gehen mal eben hier drauf. Oh Gott. So. Ja, das ist auch ein Raum, der kostet gut Zeit. Auf jeden Fall. Ich sollte mehr Magie benutzen, oder? Was meint ihr? Ich glaube schon. Shit, shit, shit. Oh no. So, zack. Was? Das war nur ein Treffer. Sag mal, willst du mich verarschen? Zack. Was meint dann, wie ich zeitlich liege? So, zack. Einmal drauf. Zack und... Hallo. Drauf. Weg. So, das ist auch neu. Unter Wasser, ne? Gegen die Viecher. Alter Falter. Weiß ich nicht, ob man da schneller ist oder nicht. Man kann sie halt sofort töten. Aber mit einer Dekunus kann man das halt auch gut. So, jetzt kommt er wieder. Komm, schlag zu. Verdammt, du Penner. Okay, nice. Geld? Ah, egal, komm. Okay, Ebene 20, 9 Minuten. Ja, doch, geht. Ja, komm, nehmen wir mit. Mehr Deko-Nüsse tragen. Was für ein tolles Angebot. Geld nehmen wir auch kurz mal mit. Hier drüben 10 Rubine. Aha. Ja, damit. Weiter geht's. Wir haben schon wieder Überlänge. Shit. Ich glaube, ich mach mal den Raum noch. Und dann beenden wir die Folge erstmal. Ich denke, im nächsten Part schaffen wir es dann hoffentlich. Bis zum nächsten Mal, euer Zelda-Junge. Tschüssi.